Willkommen hier in München beim 4. Allianz Autotag. Die Hauptthemen heute sind das vernetzte Auto und wie junge Fahrer mit dem vernetzten Auto ihre Versicherungsprämien reduzieren können. Gerade junge Autofahrer und Familien mit jungen Autofahrern bezahlen oft recht hohe Versicherungsprämien für ihren Pkw. Nun gibt es eine Alternative, die Einsparungen von bis zu 40% bei angepasster Fahrweise verspricht. Der Schlüssel zum Rabatt nennt sich Telematiktarif und richtet sich an junge Leute bis 28 Jahre. Hierbei werden mit Hilfe einer App die Fahrten der Versicherungsnehmer aufgezeichnet und bewertet. Beim sogenannten Bonus-Drive spielt sowohl das allgemeine Fahrverhalten wie auch die Einhaltung von zum Beispiel Tempolimits eine große Rolle. Also erstmal die Fahrt muss mindestens 500 Meter lang sein, damit die Fahrt gewertet wird. Die geht dann in die Medaillen ein für den Tag. Und ich brauche mindestens 10 Tage im Monat, wo ich Fahrten geliefert habe, die dann zu einer Monatsmedaille führen. Und dann entsprechende Anzahl von Monatsmedaillen, die mir dann letztendlich den Gesamtrabatt bestimmen. Mit Abschluss des Tarifs gewährt die Allianz direkt 10% Bonus auf den aktuellen Tarif des Versicherten. Hinzu kommen die Medaillenrabatte. Bronze bedeutet 10, Silber 20 und Gold 30% Zusatzrabatt. Die App der Allianz zeichnet die Fahrstrecke auf und gibt unmittelbar Aufschluss darüber, wo richtig und wo falsch gefahren wurde und hat so direkten Einfluss auf das Fahrverhalten. Aber wir haben schon gesehen, dass das Feedback tatsächlich dazu geführt hat, dass die Leute hinterfragt haben, wie sind sie eigentlich jetzt gerade diese Strecken, die man regelmäßig fährt, gefahren und kann ich das entsprechend verbessern? Und wir haben bei allen unseren Kollegen tatsächlich gesehen, dass sie eben meistens so im neutralen bis Bronzebereich angefangen haben und es aber dann auch schaffen, in den Silberbereich bis in den Goldbereich, also 20% und 30% Rückzahlung dann auch zu kommen. Auch das Bundesverkehrsministerium befürwortet die Idee der Allianz und erhofft sich durch das Feedback an die Fahrer einen positiven Einfluss auf die Unfallstatistik. Also wir sind natürlich froh für jede Aktion, die auch darauf abzielt, dass die Verkehrssicherheit in Deutschland erhöht wird, dass Unfälle reduziert werden. Wir hatten ja in den letzten beiden Jahren auch wieder einen Anstieg von Unfällen. Wir hatten mehr Tote, mehr Verletzte als in den Vorjahren. Und deswegen sind wir froh, alle Akteure, die mit uns daran zusammenarbeiten, dass auch die Unfallzahlen wieder reduziert werden. Der Schutzbrief Notruf ist eine weitere neue Idee der Allianz, die Leben retten kann und vor allem für Halter älterer Fahrzeuge einen echten Mehrwert bietet. Was passiert eigentlich nach einem Unfall, besonders dann, wenn der Verunfallte nicht mehr in der Lage ist, den Notruf zu wählen? Es gibt Systeme, die das automatisch tun, aber die sind meistens in neuen und teuren Fahrzeugen verbaut. Doch jetzt gibt es eine clevere Lösung der Allianz. Hierbei nutzt die App einen sogenannten Unfallmeldestecker mit Crash-Sensoren, der in der 12-Volt-Steckdose des Autos steckt. Meldet dieser einen Unfall, kontaktiert die App automatisch die Rettungsdienste. Bei einem schweren Unfall gibt es das Konzept der sogenannten Golden Hour. Das heißt, wenn der Verletzte innerhalb von einer Stunde definitiv medizinisch versorgt wird, dann ist seine Überlebenswahrscheinlichkeit sehr viel größer. Jetzt haben wir folgende Situation. Viele Autos sind älter, also das Durchschnittsalter im deutschen Markt sind zum Beispiel 9 Jahre. Und genau diese Autos können mit so einer Lösung nachgerüstet werden und eben auch von diesen Möglichkeiten profitieren. Voraussetzung für den Lebensretter ist der Baustein Schutzbrief Notruf, der ein umfassendes Sicherheitspaket bietet. Er kann einfach als Zusatz zur bestehenden Kfz-Versicherung der Allianz hinzugebucht werden. Die Vernetzung des Automobils schreitet stetig voran. Heute geht es jedoch nicht nur um Technologien, sondern vor allen Dingen darum, sinnvolle Anwendungen zu finden. Es ist sehr schön zu sehen, dass es jetzt etwas gibt, womit junge Leute Geld sparen können. Die Frage ist nur, ob sie es auch annehmen.